Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge, das ist mein LS-Profi. Hallo, hallo. Ja, ich bin noch immer bei der Arbeit, was ich das letzte Mal gemacht habe, und der Herr Kollege hat wieder komische Anwendungen. Gar nichts, ich fühle die Mucke gerade. Kurzes Thema, Chrissy. Ordnung. Was? Wie stehen Sie zum Thema Ordnung? Was zusammenkramt oder was meinen Sie? Einfach Ordnung. Sorgen Sie dafür, dass es gute Ordnung ist, oder schmeißen Sie einfach mal gerne alles hin? Na, hallo, bei mir muss alles schön einsortiert sein. Also schmeißen Sie alles hin, okay? Na, schmeiß ich nicht. Ja, zum Beispiel beim Thema Schulsachen. Sortieren Sie wirklich nach jeder Stunde, wenn Sie, bevor Sie in die Pause gehen, sortieren Sie jedes Mal die Stifte nach der Reihenfolge oder was? Nein, das nicht. Also schmeißen Sie es doch rein. Kommt drauf an, um was es geht. Also sag doch, was es geht. Ja, zum Beispiel in mein Zimmer oder in mein Gaming-Zimmer, da ist immer schön alles zusammen. Zum Beispiel auch im Zimmer. Zum Beispiel Klamotten. Hast du alles schön geordnet. Klamottenstuhl oder hast du keinen? Klamottenstuhl, wo schön alles, oder Kleiderbügel, wo alles aufgehängt ist. Na, alles schön aufgeordnet. Ja, also ich sag mal so, wie, ich habe einen Klamottenstuhl, ich habe aktuell einen Korb, in dem Korb werden alle alten Sachen hingeschmissen, und auf dem Stuhl werden dann eigentlich immer die gefaltigen Sachen hingeschmissen. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen faul. Neben dem Stuhl steht auch ein Schrank, wo ich es einfach nicht kann. Wow, Herr Kollege, sind Sie faul. Ey, sorry, aber Alter, wenn du den ganzen Tag was machen möchtest, will ich nicht den Abend da meine Sachen da einsortieren, Junge. Mahlzeit. Danke dir erstmal, der Leberkäse. Saftige Leberkäse. Du bist so ein Geier. Oh ne, Junge, oh, schöner Saft drin, Alter. Oh, mit geilen frischen Brötchen vom Bäcker, ey. Ah, ja. Morgen so schönes Burgerfleisch, er macht gestern schön Wildfleisch gemacht. Alter, wie saftig das war. Oh! Sag einmal dein Lieblingsgericht. Hä? Dein Lieblingsessen. Hab ich gar kein richtiges. Ich esse viele geile Sachen. Ihr Lieblingsgericht? Semmel. Steak. Schönes, großes, saftiges Steak, ey. Oh. Medium auf Keramikgrill. Könntest du drin baden, hä? In so einem Steak. So, zusammenklappen und ja, jeder Abfahrt. Ich verkaufe dann jetzt mal den Dütz. Warte mal, ich frage mal kurz den Lu, vielleicht, oder Sommer. Jo, der hat kräftig alles. Und jo, jetzt sind wir gleich mit dem Feld fertig. So, passt. Was denn? Kurz einen Riesendeal gemacht. Nee, warum? Spaß. Was hast du gemacht? Nee, ich habe ohne gefragt, ob ich einen Deutsch haben will. Kim Thomas hat kurz überlegt, aber dann nicht gewollt, deswegen verkaufe ich. Boah, 7 Stunden auf dem Holland. Passt. Wie viele Stunden hast du auf deinem Schlepper mit den höchsten Stunden? Wart kurz. Kann ich da gleich sagen? Boah, Alter, was eine geile Kurve. Der hat 4 Stunden. Der hat 7,4 Stunden.
Der hat 6,8 Stunden. Dein Kumpel hat schon die 7 Stunden. Der meiste hier auf dem Server, der Stunden hat, ist einfach mein MAN mit 7,7 Stunden. Perfekt, Alter. Wo ist denn überhaupt mein Puma? Ah, dein Puma kann ja viele Stunden haben, der ist neu. Der hat 0,5 Stunden. Ja, meiner ein bisschen mehr, weil der die ganze Zeit am Aufladen ist. Ich hab grad sagen, wie viel meiner hat. Eigentlich hätte ich den auch zum Mähen benutzen können. Ich müsste mal mehr benutzen. Warum steht ja eigentlich ein Trailer mitten in meiner Einfahrt? Keine Ahnung. Ja, alles in Ordnung hier haben. Komischerweise fehlt hier eine Halle. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Wow, bist du lustig, Alter. Das war zwar ironisch, weil ich weiß, wo in die Halle ist. Also. Ja, verkauft. Nee, echt? Herr Kollege, was halten Sie? Ah, das sage ich Ihnen. Das sage ich in der nächsten Aufnahmesession, weil da habe ich es Ihnen dann gezeigt. Hey, was ist jetzt hier mit Silage? Hä? Ach, da kommt es gerade noch einmal. Ich muss kurz einmal anrufen. Jo. Servus. Hallo. Habt ihr für Sonnenblumen ein Schneidwerk? Nein, aber könnt ihr besorgen. Also, könnt ihr das auch dann abernten? Ja, wir müssen es sagen. Jo, passt. Danke für die Info. Bitte, tschüss. Ciao. So, kurz was abgeklärt. Ah, die Konto so. Was macht? Alter, hat er den Anhänger wirklich so scheiße dahingestellt, dass er ihn nicht angekommen hat, oh, Alter. Aber das übersuchen zumindest. Die Alarmfahrt! Wo haben sie jetzt wieder? Die Alarmfahrt! Hallo, jetzt fahr doch hier hoch, du Spacken! Was hat er denn? Na jetzt. Oh Mann, ey. Ey, der fährt ja überhaupt nicht langsam, der Schlepper hier, ey. Wo ist denn ferner? Der Deutz, den ich jetzt verkaufen will. Jetzt steht natürlich der Anhänger im Weg, ich kotz ab. Was machen die? Warte jetzt kurz mal. Muss mal kurz was schauen. So. Das ist jetzt die dritte Folge, also die 89. Folge. Na. Warte mal. 85 haben wir angefangen. Vier Folgen nicht mehr auf. Dann haben wir die 87. Folge jetzt. Ne, wir haben 84 angefangen. Dann haben wir jetzt die 87. Wir nehmen immer 4 auf. Ja, dann haben wir jetzt die 87. Folge. Nee, 4, 8. Nein. Ist mir blöd. Wir haben bis zum 84. gemacht. Wieder 4. Jetzt haben wir die dritte Folge, Herr Kollege. 88. Ja, aber jetzt haben wir in der 87. Folge. Ja,
Ja, 87 sind wir jetzt. Wir machen jetzt gleich noch eine. Das heißt, wir haben die 88 sogar. Mhm. Dann haben wir die 88. Genau, Herr Kollege. Der Case ist ja unnormal geil, der Sound. Jo. Was haben sie denn wieder für einen Deal ausgehandelt? Alles. Ich habe mir erstmal mehr Kosten geholt. Was mehr? Nicht mehr Kosten. Ich kriege jetzt mehr für die Silage. Ich habe jetzt anstatt 300 habe ich 350 ausgehandelt. Und ja, ansonsten habe ich mir noch das LU komplett reserviert. Dann passt das. Nee, kleiner Spaß am Rande. Ich bin echt zufrieden mit dem Case. Wieso haben sie bis jetzt überhaupt was Großartiges mit denen gemacht? Ich? Ja. Der steht jetzt auf der Wiese zum Mähen dann. Hä, hey, warum sähst du mit dem nicht an? Der hat doch mehr PS als sein John Deere, oder nicht? Ich bin gerade mit dem Deutz. Ich bin gerade mit dem Deutz unterwegs und der hat 200 PS. Ja, der hier hat auch irgendwas 270. Über 200 PS. Ja, der ist doch größer eigentlich. Bei ja, aber der war schon auf dem Feld und auch hatte Sämaschinen dran gehabt, deswegen habe ich die genommen jetzt. Ja, passt. Weil der ist bei Ihnen auch so heiß oder ist nur bei mir da heiß? Nur bei mir ist es aktuell angenehm. Boah, Alter, bei mir das Gefühl 30 Grad gerade, Alter. Heute Mittag war es unnormal warm. Ja, bei uns 35 Grad. Vor allem, weil heute mal der Rasen dran glauben musste, ey. Und ja, deswegen. Ich hab auch halt draußen mit, stimmt. Was hast du denn für einen? Was? Rasenmäher. Ja, Viking-Rasenmäher. Elektro? Na, hallo. Wollte schon sagen. Aspen. Hä? Aspen. Was Aspen? Er läuft ja mit Aspen. Mit Aspen? Mit Aspen, ja. Na, der läuft mit normal, super. 95 Rockdown. Ja, halt die Schnauze. Du läufst mir gleich auch mit super, Junge. Hä? Wenn du bei uns in Super reinkippst, Junge, dann kotzt er dich förmlich an, Alter. Bei uns wird Aspen reinkippt und ich sag's dir, wenn der einen Kaltstart macht, Junge, Alter, dann kommt das aus dem Auspuff, Junge, dann kreuzt du die halbe Nachbarschaft voll. Ja, so wie bei meiner Stiel. Dingsbums, Freischneider. Ja, wir haben Sabo noch einen richtig alten Sau, den. Also den kriegst du nicht kaputt. Der wird noch in 50 Jahren laufen. Der ist jetzt schon 20 Jahre alt circa. Mhm. Und dann in unseren Rasentraktor kommt da drauf an, was du da reingeschickt hast. Ach, einen Rasentraktor hast du ja auch noch. Jo. Zum Thema, du bist kein Geldscheißer. Hä, was denn? Entschuldigung, ich hab ein bisschen viel Rasen zu mähen. Oh, sorry, Alter, dass du jeden Tag 10 Hektar mähst. Das nicht, aber. Sind schon einige Quadratmeter. Joa, hey. Chill, Bruder. Was ich dafür, wenn du so ein Luxusvilla hast, 5 Sterne, Junge. Ah, ja. Weißt du, was du da hast? Da waren wir eigentlich so einen geilen LKW mit drauf. Los, mein LKW nochmal. Nein! LOL! Was jetzt denn? Ist er da! Ich hab ihn seit Jahren gesucht! Jetzt ist er endlich. Okay, ich verkauf mein LKW. Was fern? Das ist mein Mod-LKW endlich drauf. Ich hab den draufgenommen, der wurde aber nicht angezeigt. Jetzt wird er endlich angezeigt. Was ferner, der weiße oder der grüne? Ganz hinten bei LKW ist der weiße, der Stapel. Der HKD Blau. Was? Hä? Du bist ein HKD Blau, das ist ein Stapel Akkutrack. Achso, der mit Ding, mit Luftdruck und so. Richtig, der ist unnormal geil. Ich verkaufe es mal gleich meinen. Hab ich aber keine 300.000. Was, der kostet gleich 300.000. 123.000 Basis. 100.
So viel habe ich gerade auf mein Konto. Ja. Aber wir sind auch schon wieder in der letzten Minute angekommen und der Kollege wird sich noch einmal verabschieden. Hallo? So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like ja, und ein Abo da. Und schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.